Wir als Bundesnetzagentur wollten wissen, was Jugendliche über die Energiewende und den Netzausbau denken. An drei Projekttagen besuchten wir deshalb die Schüler eines Gymnasiums in Gummersbach, die ihre Ideen zum Thema Energie in Kurzfilmen umsetzten. Am ersten Tag erklärten wir, warum die Energiewende und der Stromnetzausbau notwendig sind, wie Strom in Zukunft transportiert wird und welche Aufgaben die Bundesnetzagentur dabei eigentlich hat. Unsere Aufgabe als Bundesnetzagentur ist es auch, die Bevölkerung, die Bürger in Deutschland zu informieren. Dann war es genug der Theorie und die Schüler konnten mit der Entwicklung ihres ersten eigenen Drehbuchs loslegen. Je kreativer, desto besser. Ich habe mich für diese Projektgruppe angemeldet, weil ich denke, dass das Thema Energie und Energiewende bei uns im Unterricht viel zu wenig thematisiert wird und weil das ein Thema ist, was die ganze Gesellschaft und deshalb auch uns junge Menschen auch in der Zukunft sehr stark betreffen wird. Mit der Energiewende habe ich mich ja bisher noch nicht so befasst, aber ich fand das bisher sehr aufschlussreich und mich interessiert es mittlerweile schon sehr. Und ich würde mich damit auch gerne noch ein bisschen weiter auseinandersetzen, damit ich dazu auch eine Meinung bilden kann. Ich verspreche mir von dieser Projektwoche, dass die Schüler eine filmische Umsetzung zum Thema Energie, Energieverbreitung in Deutschland herstellen können, weil das Thema Energie in unseren Lehrplänen relativ dünn besetzt ist. Energie live und aus direkter Nähe erleben stand am nächsten Tag auf dem Programm. Auf einer Exkursion informierten sich die Schüler zunächst über die Verteilung von Energie und besichtigten zwei Umspannwerke in Köln. Ich fand's spannend. Man hat viele Eindrücke gewonnen, wie halt so ein Umspannwerk funktioniert. Und ich fand's interessant, mal sowas kennenzulernen. Ich sehe, dass die Schüler gut vorbereitet sind, dass sie sehr interessiert sind und sie haben sich auch sehr für die Themen des Umweltschutzes im Bereich des Trafos interessiert. Endlich hieß es Klappe und Action. Mit Kameras zogen die Schüler los und brachten ihre persönlichen Vorstellungen zum Thema Energie auf Band. Am Schluss waren vier ganz individuelle Filme im Kasten. Ich denke, das Highlight für die Schüler war die heutige Filmarbeit, dass sie sich selbst erfinden konnten mit dem Thema Energie, selbst Ideen einbringen konnten, sodass dann am Ende sie selbst auch beim Thema Energie gefragt waren. Ja, wir haben einen super Einblick bekommen von den Schülern, wie sie die Energiewende sehen, zum Netzausbau stehen und ich freue mich auf weitere Projekte mit den Schülern.